So, wo sind wir heute? Haben wir davor schon beim anderen Video haben wir schon geredet. Wir sind heute in der Performance-Schmiede. Kann man da schön lesen, was da steht. Performance-Schmiede. Bei Michi, bei meinem Freund, der wo mir meine Autos da abstimmt, da bin ich mir sehr begeistert. Hat er die anderen Autos auch schon alle gemacht. Wer sich der eine oder der andere erinnern kann, haben wir beim RS4 B9 haben wir den einmal gemessen, da haben wir noch keine Leistungssteigerung gemacht, da haben wir nur original gemessen, dass das Auto damals schon 515 PS gehabt hat, obwohl das eigentlich gerade 450 PS Serie angegeben hat, also die streuen extrem weit nach oben, war richtig gut. Da haben wir nichts gemacht, da haben wir nur Auspuff gemacht, aber auf dem Video auch noch nicht. Und heute, jetzt ist ja die Stufe schon eigentlich schon passiert. Was mit dem Auto passiert ist, wo wir letztes Mal schon gezeigt haben, wie das Auto im Original war. Wir schneiden jetzt, würde ich sagen, die Szenen vom letzten Mal rein. Genau. Jetzt haben wir noch ganz kurz was. Ein ganz kurzes Special. Kann ich schon fast nicht mehr reden, weil nach 6 oder 7 Videos ist das sogar bei mir so, dass ich nur nicht mehr reden kann. Das ist wie am Wörthersee. Da ist die Stimme dann scheiße. Dann brauche ich dann jeden Tag in der Früh Kamillentee mit Honig. Verstehst du? So pflegt mich meine Stimme dann den ganzen Tag. So ist das. Jeder sagt immer, der Saft wird sau. Das stimmt nicht. Der Andi kann einfach nur von Früh bis auf Nacht reden. Schlimm ist das mit denen. Aber es ist einfach so. Ich finde es geil. Und die anderen auch. Also in diesem Sinne. Servus auf der Rinne. Schmarrn, jetzt fangen wir zuerst an. Also. Schaut mal, wie tief das der ist. Ha? Brutal. Ist der tief oder ist der tief? Also, gell, jetzt habe ich geschockt, gell? Das, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das vorher ausschaut. Weil bis jetzt haben wir immer nur bei. Was ist das überhaupt? Genau, fragt sie es. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, der wo in Instagram das gesehen hat. Das Auto von meiner Frau. Ich hätte eigentlich gewollt, dass Tanja mit aufs Video geht. Hätte ich eigentlich gemeint. Sie hat gesagt, nein, da sind andere da. Das sollte eine andere machen, hat sie gesagt. Sie macht jetzt das nicht, sie bleibt im Hintergrund, weil sie zieht jetzt keine Kappe nicht an oder irgendein Hot Pam, hat sie gesagt. Das war so lustig, weil es so eine Verarschung ist auf einem Späßelbund, der immer das sagt, Hot Pam. Und ich mache mich da nicht zum Affen, hat sie gesagt. Also wenn ich da mich hinstelle, hat sie gesagt, das sollte eine andere machen. Also sie möchte mehr im Hintergrund bleiben. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es ist ihr Auto, sie hat sich sie ausgesucht, die Farbe hat sich ausgesucht, sie hat die Innenausstattung ausgesucht, sie hat eigentlich alles ausgesucht, was am ganzen Auto ist. Und da können wir jetzt gleich mal schauen. Ja? Also, das Auto ist jetzt eigentlich ein Gletscherweiß, vielleicht sieht man es jetzt am Bild nicht, es ist nicht ein normales Weiß, sondern es ist ein Metallic Weiß, Gletscherweiß. Dann, es sind keine rote Bremsen nicht verbaut, weil meine Frau gesagt hat, sie mag keine rote Bremsen, sie mag schwarze Bremsen haben, also keine roten Bremssattel, sie mag keine roten Nähte, sie mag keine Dachrillen, weil ich sage jetzt, was ich nicht mag, weil wenn ich mir jetzt sage, was man jetzt mag, dann bin ich bis morgen noch da, was das Auto ist. Und, das kann man jetzt auch seit Neues bei Audi bestellen, schwarze Ringel, schwarze Embleme, das hinten und vorne, Bezeichnung. Fürs Vorrad. Was? Fürs Vorrad brauche ich Fahrwerk. Das machen wir jetzt auch gleich. Jeder wundert sich, warum das Auto nicht angemeldet ist, weil meine Frau hat sich sogar das Kennzeichen ausgesucht diesmal. Ich hätte sogar noch Buchstaben über, mit einem J8, aber das tat vielleicht für Tanja, gell? Das hat sogar passen. Aber nein, sie hat gesagt, sie mag ein T. Also? TP11, oder? Wie auf dem Passat? Nein, TP8 hat es gehabt. Oh, TP8. Und der TP8 haben wir schon, RS3. Ja, das ist der Penske von Tobi. Der hat leider mein Kennzeichen schon auf ein RS3. Das war meiner Frau ihr Kennzeichen gewesen. Aber wir haben jetzt T33 haben wir uns reserviert. Ist auch cool. Für 3, für RS3 und T für Tanja. Ist nicht ganz schlecht jetzt. Ist halt ein wenig lang für meine Verhältnisse, weil ich mag einen Buchstaben und eine Nummer, wie man schon mal erkennen kann. Es sind an unseren Auto nur ein Buchstaben und eine Nummer. Das haben wir diesmal nicht und das ist unser rotes Kennzeichen. Ja, schwarze Endrolle, Sportabgas hat er. Ja, aber Sportabgas ist bei den neuen Audis mit einem Partikelfilter, kann man eigentlich komplett in die Tonne drehen. Ganz vergessen, aber da kommt schon noch was. Haben wir mit Olli, wir sind mit einer Miltec-Vertretung. An dieser Stelle, wer ein Miltec-Auspuff in jeglicher Hinsicht oder was weiß ich braucht, darf uns gerne anschreiben. Wir sind eine Miltec-Vertretung von Deutschland und unter anderem mit vielen anderen natürlich, ist schon klar. Und da kommt aber was von Miltec rein, dass da einfach was rauskommt, weil das ist eigentlich eine Frechheit mit dem riesen Filter da. Ja, weiß ich nicht. Macht keinen Spaß mehr. Ja? So. Also das kann ich jetzt leider nicht vermitteln. Ein Neuwagenduft von Audi. Ein Audi schmeckt einfach. Riecht. Wir sagen mal in Bayern schmeckt. Schmeckt. Andere werden sagen schmeckt. Essen, wir sagen mal schmeckt. Verstehst? Riecht. Es schmeckt einfach, wie es schmecken soll. Und meine Frau will auch keine rote Nähte. Also das Auto ist richtig cool gemacht. Auch Fußmatten, die haben wir aber selber gekauft. Also Fußmatten haben wir selber gekauft mit dem Keder und vorne mit RS3. Und auch das da, das ist ein echtes Carbon angeblich. Also Verkäufer sagt, das ist ein Carbon mit so einer Gelschicht drüber. Schaut aber scheiße aus. Also Carbon ist einfach Carbon und der Silbercarbon kommt einfach ganz anders rüber, aber das passt halt einfach zu dem ganzen Style. Also er ist stimmig, er ist eigentlich nur Silber und Schwarz.
Dann haben wir natürlich das RS-Paket, das wo ja bei den RSen alle mit dem Alcantara-Lenkrad ist. Ne? Und mit natürlich mit dem Alcantara-Ganghebel, ne? Obwohl er natürlich DSG hat, ist klar. Das sind die besagten Fußmatten, wo ich gesagt habe. Natürlich auch mit Rautensteppung, mit diesen Perforierungen und mit diesen schönen Nähten. Ne? Haben wir auch. Wir haben auch natürlich keine roten Düsen, sondern schwarz haben wir natürlich. Gell? Also nichts rot. Haben wir über beim Thema. Bang & Olufsen, das ist natürlich eine geile Mucke rauskommt. Und natürlich das virtuelle Cockpit haben wir auch. Das brauchen wir auch. Navi haben wir, Sitzheizung haben wir, Klima haben wir. Ja, was möchtest du mehr? Und wir haben nicht die blöden Abstands, irgendwas, Warner mit den vierkanten Kastel vorne drin und mit was weiß ich. Das ist natürlich scheiße. Ne? Und dann haben wir jetzt natürlich serienmäßig wieder ein sogenanntes Magnetic Ride, das wo wir stilllegen müssen, leider Gottes. Aber das kriegen wir auch hin, weil heute bauen wir noch Fahrwerk ein, heute machen wir noch Felgen drauf, aber das kommen jetzt mal übergangsmäßig noch 19 Felgen drauf. Meine Frau hat sich das so ausgesucht, was sie haben wollte. Sie kriegt das Fahrwerk, was sie wollte, sie kriegt die Felgen, was sie wollte. Und das, was sie bestellt hat, und das kommt von OZ, so viel kann man schon verraten, in ganz was Spezielles. Und das kommt erst in 3 bis 4 Wochen. Und da machen wir nochmal ein kleines Update, dann, wie das ausschaut, wie das Auto dann in Tief ist und mit diesen Fällen. Cool. Schauen wir uns noch den Motorraum an. Sieht man den am See, wenn er fertig ist? Nein, meine Frau fährt nicht mit am Wörthersee. Das Auto gehört meiner Frau, das wird meiner Frau weiter gehören und ich fahre mit dem Auto nicht. So, rote Applikationen, nichts Carbon. Und wenn man dann einmal runterschaut, dann irgendwo da unten ist dieser besagte Partikelfilter versteckt. Ja, wie gesagt, es klingt nach Potenzial. Meine Frau war ein bisschen enttäuscht, mit 400 PS hat sie ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Ja, da kommt mir wieder der Hans Söllner, wieder für der Neuwagenbesitzer, man muss ihn schon einfahren, gell? Hat der auch gesungen. Aber wenn es so ist, ja, war man ein bisschen enttäuscht, was leistungstechnisch für einen 400 PS. Ich höre eigentlich mal auf die Rolle, ob das Auto wirklich 400 PS hat. Ich glaube es nicht. Das kann man demnächst noch filmen, dass wir das Ding vielleicht mal auf der Rolle filmen, dass wir mal schauen, was der Leistung hat. Aber es kommt dann definitiv dann Leistungssteigerung, es kommt Auspuff noch und Felgen und Fahrwerk. Und das ist dann eigentlich alles auf der Tanja in Anführungszeichen ihrem Mist gewachsen, weil die sucht sich das aus, wie die das haben will. Auch aufklebertechnisch darf sie komplett entscheiden, was draufkommt. Und wie gesagt, der Andi darf mit dem Auto nicht fahren. Heute bloß in die Garage rein und wieder raus, weil man halt herrichten kann. Ansonsten darf ich da nicht mehr fahren. Also, so schaut's aus. Okay? Also. Viele Grüße an dieser Stelle an meine liebe Frau. Die wird schon sagen, jetzt hat er wieder geschleimt, aber der schleimt nicht. Das ist er so. Okay. Es hat sich ein bisschen was getan. Meine Frau hat sich das Auto so ausgesucht und so gestylt und zusammengestellt in der ganzen Farbkombination. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Tanja hat gesagt, kein Rot will sie haben im Auto. Dann hat sie das gekriegt, keine roten Bremsen sozusagen, kein rotes Auto, keine roten Nähte, keine roten Lüftungsdüsen. Und natürlich sollte auch jetzt das Konzept. Haben wir haben gesagt, das soll weitergeführt werden in dem Sinne, dass man keinen roten Ring auf unsere Centerlocks drauf machen, hat sie gesagt. Weil sie mag einen grauen Centerlock haben mit schwarzen OZ drin. Du hast noch gar nicht erklärt, was für ein Fahrwerk, das wissen ja, Leute auch. Ja, das weiß ich schon. Ich wollte jetzt das gerade mit dem Ich wollte die Checkliste durchgehen. Schon wieder? Ja. Das hätte ich heute nicht vergessen. Das ist, aber ich habe bloß ein 42er Schulkreis, weißt du, nicht, dass ich da rein tue. Der Simon hat ein 46er, das ist ein schon ein oder was. Ja. RS3 8V 400 PS OPF. Oh mein Gott, gehört eigentlich hin. Nicht OPF. OPF, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben letztes Mal das Auto, glaube ich, nicht gestartet, gell, Dominik? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Gas gegeben habe, original. Nee, wusste ich jetzt auch gar nicht. Das haben wir nicht gemacht. Das war ein riesen Fehler. Weil da wird jetzt der eine oder andere sagen: Scheiße, warum habt ihr denn da nicht vorher gefilmt? Dass man aber das ich könnte eventuell von einem neuen RS3 irgendwo im Internet einen Clip finden. Mit dem OPF? Ja, also die nagelneuen ab 2017, ganz, ne? Ja, nein. Ab 18? Leider nicht. 19. Oh. 19 OPF. Ach stimmt, vorher wir haben ja 2019 schon. Der Wahnsinn. Wenn die Zeit vergeht, gell? Hast du geschlafen? Haben sie dich eingefriert oder was? Ab 2018 hat er ein Facelift gegeben mit 400 PS. Facelift ist er auch mit 400 PS, aber er hat OPF. OPF heißt Partikelfilter. So, Auto gestartet, abgeholt, Tanja ist gefahren, meine Frau ist gefahren gleich, wir haben das Auto vor der Masche abgeholt und hat sie gesagt zu mir, was ist denn das? Genau, sie hat ja vorher den RS3 8V, das erste Modell, auch schon gehabt, gestartet, wow, bam, 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 haben wir jetzt beim Julian seine RS3 Limousine schon gesehen. Was ist das gehört? Das ist
Das ist zum Beispiel auch 400 Bessler, Facelifter, aber der hat kein OPF. Da kommt das richtig geil hinten raus noch mit Sportabgas und so. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, was ist denn das? So, ja, das ist jetzt das, was unser Deutschland jetzt da aus uns macht. Dass ein RS3 5-Zylinder Turbo sich anhört, weil ein Opel Calibra wieder ein Remus auspuffen. Tut mir leid, dass ich bei dem Vergleich bringen muss. Das hört sich einfach so. Genau so war das. Und in mehrere Lautstärke ist es nicht vom Lautsprecher gekommen. Und da kannst du natürlich piep, genau, kotzen. Da haben wir natürlich gesagt, da bauen wir einen schönen Auspuff drunter. Das machen wir auf alle Fälle, hat sie gesagt. Da müssen wir was machen. Sag ich, sowieso, Tanja, das kriegen wir hin, auf alle Fälle. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesagt, boah, ist der hart, der schwimmt so und keine Ahnung. Sag ich, passt schon, genau so muss das sein, weil dann haben wir nur ein paar Jahre Arbeit. Und genau das haben wir gemacht. Und deswegen haben wir jetzt in das Auto ein gepfeffert Variante 3 eingebaut, mit verstellbaren Umlagern. Ohne die gummigelagerten Dummlager, die es ja gibt, wo es ja dieses berüchtigte MTM-Video gibt mit den Gummilagern und wo wir ja gesagt haben, diese Gummilager könnte man nachrüsten. Wir haben das absichtlich nicht gemacht, weil ich will das gerne selber testen und wenn man mit dem Auto speziell fährt und dann, wenn ich dann meinen Kunden natürlich was erzählen soll, dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das. Und warum fahren wir das ohne? Wir fahren es ohne und siehe da, wir haben keine Geräusche. Wenn wir dann nochmal fahren mit dem Auto, dann fährt der Dominik mit und kann das gerne mal filmen. Und wie gesagt, ist natürlich immer schwer zu vermitteln wahrscheinlich, wenn du im Auto drin sitzt und du fährst und dann fährst du durch eine kleine Senkung durch oder sonst irgendwas, dass sie das genauso übertragt, dass das so anhört, wie der eine oder andere vielleicht meint, dass es bei einem ein Tok-Tok gibt. Wo ich gleich sagen kann, wo ich einsteigen muss, wenn ich jetzt schon wieder abschweife, aber das Tok-Tok, ich muss gleich gestehen, von 19 Zoll, wenn wir die originalen 19er Zoll noch gefahren sind, mit einem 255er vorne und mit einem 235er Reifen hinten, war das richtig, richtig, richtig geil. 255 vorne, 235 hinten. Ja, richtig. Okay. Aber sagt man mal, dass du noch keine RS3 Erfahrungswerte hast. Das war beim alten RS3 schon so, 8P und dann beim 8V nicht schon wieder. Dass das Übersteuern quasi sozusagen mit einem 255 30 19 an der Vorderachse und mit einem 235 35 19 an der Hinterachse. Der Lehrling hat vielleicht die Felgen falsch remontiert. Nein, das hat zum Glück letztens mit meinem Reifenhändler auch gemacht. Das stellt mir viel auf, dass der schon mal eine RS3 da gehabt hat. Die letzten 10 Jahre. Wahrscheinlich nicht so oft. Weil er mich zusammenscheißen wollte, dass ich eine falsche Reifenkombination, dass ich zu dumm war, das einfach, aber es gehört so. Und das fährt richtig geil. Und wirklich, jeder RS3-Fahrer oder S3-Fahrer und A3-Fahrer wird sagen, ja, es ist richtig. Und dann wechselt auf 20 Zoll. Jetzt war 35, 30, 20. Muss leider der Komfort der Optik weichen. Das ist so. Und das war gleich so, dass das gleich ganz anderes. Und da war dann das, wenn das vermeintliche Tok-Tok. Da muss ich den einen oder anderen recht geben. Das ist so. Und deswegen weiß ich jetzt, was der eine oder andere meint, dass er andere Dummlager möchte. Aber du weißt jetzt, was ich in Zukunft sage. Du hast mir deine originalen 19 Zoll auf und gesagt, es ist weg. Und dann genau so ist es. Also, Variante 3 mit verstellbaren Dummlagern. Haben wir ja schon gesagt. Dann muss aber auf Felge drauf. Die ganz neue OZ Ultraleggera HLT White Gold, nennen sie das. Wenn man jetzt die andere goldene Ultraleggera vielleicht im Hinterkopf hat, oder vielleicht der eine oder andere, oder wenn ich jetzt eine da hätte, das gehört zu. Also da haben sie jetzt wirklich sehr, sehr schön haben sie jetzt das gemacht. Also vom Farblichen her. Ich hätte es zwar noch einen Tick heller als auf die Bilder, wenn es jetzt mit Blitz fotografiert wird. Meine Frau und ich haben eigentlich gemeint, oder beziehungsweise meine Frau, dass mehr Champagnerfarben wären, aber sie sind richtig, ja, ich darf jetzt einen sagen, BWS-Gold sind es auch nicht, das ist eine komplette andere Mischung. Also ist richtig geil. Und natürlich mit unserem Centerlock, unser eigener gepfeffert Centerlock, den man bei uns häufig erwerben kann, für 350 Euro. Komplette Satz. Hat sich meine Frau extra so ausgesucht, in Grau mit schwarzen Ringen. Weil, haben wir wieder beim Thema, wir wollen ja nichts rot haben. Von daher, wird ganz normal nur abgeschraubt, der wird nur fest dran. Und kann man eh wieder in 18. Und das ist auch ganz gut so, dass der nicht so bombenfest ist, weil sonst, wenn das, dann hast du da Scheuerspuren, sage ich jetzt mal, auf der Felge. Ja? Von daher ist ganz einfach zu montieren. Kotflügel original gelassen. Sturz haben wir jetzt ungefähr 1,6 oder 1,8 Grad an der Vorderachse. Hinten sind wir mit Sturz so weit rausgegangen, wie es gegangen ist, sind wir so bei 1,1 Grad. Ja? Und haben das Auto auf 10 Minuten Vorspur eingestellt. Ja? Und von daher läuft das Auto richtig, richtig gut. Hat einen richtig guten Grip. Was haben wir für eine Reifennummer? Jetzt wird der Jäger dann sagen, Achilles, Nankang. Nein, haben wir natürlich diesmal nicht. Wird der Jäger dann sagen, ja, ist eigentlich recht verbessert, den Scheißdreck, was du jetzt montierst. Nixon. Warum hat er einen Nixon drauf da? Weil ich das bei einem Spittel gesehen habe, beim Brosser Markus. Der hat auch einen RS3 8V. Und der hat auch richtig Leistung. Da haben wir schon bei der über 600 Grenze. Und der fährt auch den Nixon. Weil der Reifen zieht sich richtig gut.
Ich hätte gerne einen Michelin drauf gemacht, aber dann hätte ich mir wieder selber ins eigene Fleisch geschnitten und gesagt, scheiße, das Auto wird nicht tief. Und meine Frau hat gesagt, er soll schon ein bisschen tief sein. Okay. So wie er jetzt da steht, ist er komplett eingetragen, alles komplett TÜV-konform, bodenfrei, passt auch. Und wie gesagt, ist komplett schleiffrei, das ist eine richtig geile Nummer. Hat der HLS? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, wir wollten kein HLS verbauen, weil das Auto von dem her eigentlich vom tiefentechnischen her eh nicht tiefer werden sollte. Und ja, wie gesagt, man kann über tiefer einen sehr kurzer Radstand. Wenn du jetzt natürlich einen RS4 hättest oder einen RS6 mit einem langen Radstand, ist das gleich wieder eine ganz andere Nummer. Dann brauchst du natürlich wahrscheinlich schon ein HLS. Meine Frau hat dann noch bemängelt, vorhin schaut er schon ein bisschen hoch aus. Was haben wir dann gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, schau mal, was gibt es so Schönes im Angebot. Dann sind wir bei Ingo Noack fündig geworden. An der Stelle danke an die Firma Ingo Noack. Da haben wir angeschrieben, wie es ausschaut, ob wir für unser eigenes Projekt den Spoiler haben könnten. Und der kostet um die 300 Euro, glaube ich. Und war eine richtig geile Nummer. Der ist schwarz-matt gekommen. Dann gibt es noch in Carbon-Optik, das war natürlich nicht unser Fall. Wir haben ihn dann deswegen in schwarz glänzend lackieren lassen, dass das wieder zu den Applikationen dazu passt. Jetzt sind wir natürlich weiter weg vom Boden, weil wir stehen mal auf der Rolle. Und wir werden jetzt das Auto dann gleich dementsprechend einmal auf Herz und Nieren in Anführungszeichen prüfen. Weil das nächste, was wir ja noch gemacht haben, ist eine Leistungssteigerung. Weil wenn wir ja den Auspuff schon eingebaut haben, von dem vermeintlichen, wo wir davor geredet haben, an der Stelle danke an die Firma Miltec Deutschland, an den Oli, der hat uns das besorgt. Und wir sind ja Miltec-Händler in Deutschland, also jeder, der wo ein Miltec-Auspuffanlage hat, braucht, egal wie welches Auto, kann sich gerne bei uns melden. Und wir haben gesagt, wir brauchen was ganz was Spezielles, weil ja OPF, und dann hat der Uli uns mal alles durchgeschickt, was es gibt, und haben das dann dementsprechend, dass das auch regelkonform ist, so alles verbaut und mit Cut und so weiter und so fort und mit Auspuffanlage. Und dann haben wir natürlich eine MTM-Glockensteuerung gekriegt. An der Stelle nochmal danke an den Herrn Krug, der wo uns da diese Glockensteuerung besorgt hat, die wo man dann mit Fernbedienung auch zusätzlich nochmal steuern kann, aber trotzdem auch über die ganzen Fahrmodis, über das Drive Select, trotzdem auch nochmal steuern kann. Aber dadurch haben wir trotzdem, dadurch haben wir so einen geilen Auspuff haben, haben wir gesagt, okay, dann machen wir gleich Leistungssteigerung. Und die haben wir dann auch gekriegt. Und was da rausgekommen ist, das könnt ihr euch jetzt dann gleich mal anhören. Aber wir können gerne schon mal Auspuff vorbei machen. Sollen wir es machen? So. Warte mal. Ich glaube schon, Evo 2, Evo 3, der große Leihluftkühler, der wo in limitierter Auflage, der riesengroße, fette Leihluftkühler, nicht gerade der kleine, sondern der riesengroßen, den haben wir geordert. Und dann kommt da natürlich ein spezieller Halter von hier und dann kommt unter dem Kennzeichen dann das Plastik raus und dann hast du noch viel mehr Luft. Und dann hat der Michael schon gesagt, da können wir mehr Zündung fahren. Und dann haben wir noch von APR das Ansaugrohr, das wo ich ja letztes Mal bei dem TTRS, beim Herrn Kummerand schon gesagt habe, geordert, inklusive, jetzt wissen wir es, wie es heißt, danke, dass du es drunter geschrieben hast, Turbo-Inlet. Gut, dann haben wir so Videos gemacht, dann lernt man was. Wer hätte das gedacht? YouTube-Videos, man lernt dazu. Okay? Wahnsinnige Geschichte. Also, haben wir das auch. Das war jetzt das kleine Vorgeplänkel zu dem Auto.
Gletscherweiß ist er natürlich, haben wir das schon gesagt? Das haben wir, also Auto bist schon rumgegangen und hast erklärt, was er alles hat. Gell, das haben wir schon gesagt. Gletscherweiß habe ich schon gesagt. Und kein Rot und... Das haben wir auch schon hundertmal gesagt. Kein Rot. Jetzt wird da also, oh, ich will den Trick einander. Ja, so ist es schon. Hat der ein Dynamikpaket? Natürlich. Also offen. Sehr gut. Aber jetzt haben wir natürlich noch mehr Dynamik, weil jetzt haben wir Leistungssteigerung. Es ist da über 280. Dynamikpaket haben wir auch. Dynamikpaket, ich muss gerade sagen, Sport abgegangen haben. Oder serienmäßig gehabt, aber das sind wahrscheinlich nur die Sport ändern. Und ja, also richtig geiles Auto. Innen drin können wir dann auch mal reinfilmen. Und dann, jetzt machen wir aber zuerst einmal die Software und machen wir eine Leistungsmessung. Okay? In diesem Sinne, dann warten wir schnell einmal. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out. Samstags zum Einkaufen. Ja, unter der Woche. Meine Tochter in Schule, die Lampen. So. Die Serienlader jetzt, oder was Serie? Serie. Serie ohne Ladeluftkühler, ohne Ansaugung, ohne alles. Also nur die Möglichkeit. Der Michel ist der Mann der Stunde, verstehst du? Der ist das, der, wo das gehört, also wenn Kamera scheuert und gesagt, er mag das nicht so. Aber wir kriegen mal, kriegt sich das überhaupt mit? Das können wir da noch deutschen Untertitel einblenden, was mit rennt. 3000 PS hat er gesagt, 516,3 PS. Ja, ist die schon lang? Die 691 Kilometer. Wie weit bist du jetzt gefahren mit der Software? Ja, mit der Software haben wir schon 1000 Kilometer gefahren. Wir haben da schon abgeschaltet und haben etwas geändert. Und ja, so noch ein paar Sachen, Zündung, Ladedruck. Schauen wir mal, was noch können. Das ist ja alles noch ganz neu. Es gibt ja keine Software am Markt. Also wenn jemand dann einmal auch den 400 besten OPF einmal hat, kann sich gerne bei der Performance-Spiele melden, weil unser Auto ist jetzt eigentlich der Vorreiter von der Software. Der hat ja noch nichts gegeben. Genau, für den Datenstand war ich sag immer, aktuell. Damals. Das hört sich an, weil das ist irgendwas war. Aber das heißt, er hat ein Damos kaufen müssen. Das ist wahrscheinlich ein Datenstand, dass man das auslesen kann, richtig? Ja, das ist eine Kennfeldbeschreibung, damit wir mir in der Software Änderungen vornehmen können. Siehst du das? Wahnsinn. Bis vor gestern habe ich noch nicht einmal gewusst, was ein Dotnet ist. Nein, schon hat er schon gewusst. Aber noch nie was einkauft, ehrlich. Der Dino Day. Also ich war es nicht der Betreiber, was sind wir jetzt eingespielt, ist heute am Radio gekommen. Die mit den Millionen, die wo da in den Datennet da mit drin waren. Stimmt, genau. Also Software kommt jetzt noch mehr auf, jetzt kommt noch mehr Datenstand auf. Und vor allem ist so, wir kommen jetzt in den ganzen im Komfortmodus, im Dynamikmodus und individual und so weiter, können wir jetzt die ganze Zeit umschalten wegen einem Schubumluftknall. Sagt man das oder so, wie sagt man? Schubabschaltung. Schubabschaltung. Genau. Also, bam, bam, bam. Und wir haben jetzt das Problem gehabt, was heißt Problem? Das war jetzt kein Problem, aber wenn wir im Komfortmodus sind, möchten wir ja Komfort. Und Komfort heißt, dann soll ich natürlich nicht bam 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 machen. Das hat jetzt die ganze Zeit gemacht, dadurch, dass diese Klappen da sowieso ein bisschen ja, laut waren. Jetzt haben wir das natürlich ein bisschen extremer gehört. Deswegen möchten wir jetzt das, dass diese Klappen ja, ein bisschen zubleiben. Zubleiben und dass natürlich das bum 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 beim Komfortmodus nicht ist, aber bei anderen Modus dann schon. Ja, von daher. Genau. Thank you.
Das war halt das kleine Video von der Tanja über den RS3. Sind wir sehr zufrieden. Das heißt, für die erste Messung haben wir noch nichts eigentlich eingefahren, weil das Steuergerät muss ja noch anlernen. Und was man ja gesehen hat, die letzte Messung hat gegeben dann auf die letzten 518 PS und 702 Newtonmeter. Also ist nicht ganz schlecht, sagen wir mal so. Sind wir eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt kriegen wir noch den Wagner-Ladeluftkühler, den Evo. Und wir kriegen noch das APR-Ansaugung inklusive den Turbo-Inlet. Und das bauen wir dann nichts mehr ein. Und dann machen wir dann noch mehr Messungen und dann schauen wir, was passiert. Also so 520, 30, 40 PS hätten wir schon gern, dass das dann funktioniert. Und dann wird das Ganze dann eingetragen und dann passt das Wasser. Dann sind wir glücklich. Ja? Weil muss alles passen. Dann haben wir deswegen den großen Ladeluftkühler schon mal genommen, weil dann kann man den Lader auch noch wechseln. Das wird dann noch mehr an eine Stage. Aber jetzt lassen wir zuerst mit das. Das muss gelangen zum Anfangen, weil jetzt haben wir 2500 Kilometer im Auto, das muss gelangen. Stell dir vor, du fährst zum Eiscreme holen mit 1000 PS. Also. Genau, oder du holst das Dernl von der Schuhe ab mit 1000 PS. Was soll das, gell? Schmarrn. Nein, ist kein Schmarrn. Tschüss. Also, das Auto von meiner Frau hat fast doppelt so viel Leistung wie mein A6. Also von daher, super, gell? Hat mehr Leistung wie mein A6. Scheiße. Also, war ein schönes Video, hat mir gefallen. Wir werden jetzt noch ein bisschen was von der Firma noch erzählen, vom Miguel. Und gehen wir noch mal kurz durch. Haben wir auch schon lange nicht gemacht. Die letzte Firmenvorstellung war ja von Becker Carbon. Da haben wir davor gesagt, ich habe den Mann nicht zu Wort kommen lassen. Ich werde mich nur hinstellen, werde nur so machen dann. Jetzt dann sehen. Also, in diesem Sinne, hat mich gefreut. Schönen Sonntag. Weil das kommt meistens an einem Sonntag, das Video. Das weiß ich. Deswegen kann ich schon mal sagen, schönen Sonntag. Also, servus, haben wir dir. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, didn't hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out.